baut. SpongeBob. Was? SpongeBob mit dem Unsichtbarkeitsspray. Das heißt, wenn es jetzt anfängt zu regnen, siehst du mich nackt. Bitte lass es im Deep Dark regnen. Okay. So, wollen wir dann gleich wieder runter? Warte mal. Boah, minimal Erze. Ich schau sofort rein, ich steck mir noch einen Schokobon rein. Na. Da dazu ganz dezent das Dreifache, ne? Ah. Warte. So. Achtung, da kommen wieder neue Zombies. Ich renne hier nur noch rum und leuchte mit Fackeln aus. Geringfügig zu viele Fackeln? Creeper! Wo? Das ist eigentlich hier unten die das unendlich? Ich glaube. Ach oh. Du heilige Scheiße. They call us the game. Ich glaube, du solltest nirgendwo mehr Schaden bekommen, oder? Ah, sag's nicht. Wollen wir da mal in den Tempel reingehen? Okay, let's try. Hier ist der Eingang. Hier ist eine Tür. Es sind nur schon wieder Massen hinter uns her. Ich mach mal hinter uns zu. Gut. Und schön ausleuchten, ne? Ich hab Angst, wenn ich in so eine Tür reingehe, ne? Und ich hab mich gerade von einem Skelett erschrocken. Oh, hier ist ein Spawner. Und hier ist Dia, Bronze, Brot, Rubber Tree, Electric Steel, Poseidon Island, bla bla bla. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, aber das kannst du natürlich mal forschen. Das ist echt lustig. Weil vor allen Dingen, ich habe jetzt keine Fackel mehr, ne? Und hier ist... Ich glaube, hier ist ein Spinnenspawner. Jupp. Wenn du zu mir kommst, ich hab Fackeln. Was ist? Hier ist so ganz dezent ein paar Bücher von Greg. Ach, hier ist ein Zombie-Spawner. Ich habe noch ein paar Bliffin-Frames gefunden. Wann soll ich den Spawner abbauen? Wofür brauchen wir die? Auch wieder wahr. Miniatur-Hard. Nice. Wie wir schön Siegel. Cool, dann können wir da Anzi Blingers machen. Oder gesagt, du. Fick dich. Okay, der Rest ist sinnlos. Hier werden aber auch dauerhaft Tür. Meinst du dauerhaft gespawnt? Dauerhaft Türen eingerissen, hier ist wieder ein Eingang. Ja, wegen den scheiß Zombies, ne? Aber so eine Frage, kann man hier die. Ja, die Blöcke kann man hier zerstören. Hilfe, 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 Hilfe. Auf Hilfe? Puh, wie kommst du darauf? Weiß nicht, ich hab geraten. So, hab da wieder einen Eingang zugemacht. Ach, hallo. Hi. Aber weißt du? Da ist ein Eingang. Aber auch nicht schlecht. Hilfe, 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 Hilfe. Brauchst du Hilfe? Wow! Alter, wo sind die Zombies her? Brauchst du Hilfe? Kommt von oben. So. Ich hab keine Fackel mehr. Ja, dann komm doch her. Ich hab noch
Warte, da ein Stack. Da kommt noch einer. Ich geh vor. Oder du. Ich rechts, du links. Okay. Jop. Alter, so viel Türpenetration. Ich halt's nicht mehr aus. Hier eine Tür eingerissen? Na toll. Ich bin zwar noch kaputt und Stahl, Manganes, Gold, Brot. Ah, sicher, hier spawnen Zombies mit Schaufeln. Red Alloy! Lol. Das macht ja auch nichts aus, wenn ich ein bisschen Cobblestone hier lasse, oder? Nee. Oh, cool, eine Enderperle brauchen wir auf jeden Fall. Definitiv. Kupfer. Ich habe einen Lonster Light gefunden von Rotary Craft. Ich habe Elektron gefunden, ne? Electric Steel. Ja, das habe ich auch schon. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wo es weitergeht, ne? Doch so leicht verwirrt. Ich bin wieder bei der. Komm mal zu mir. Ich bin schon. Wow! Alter Finne. Ist mal kaputt. Ja, Iridium. Oh, Nametag. Welcher? Hä? Welcher Name steht drauf? Nametag. Ah, okay. Ich dachte, das ist schon vorkonfigurierter. Nee. Ach, ich habe wieder so ein Staff of Traveling. Brauchen wir eigentlich Iron Scrap? Ich nehm's einfach mal mit. Ich hab's gleich liegen gelassen, ne? Ich mal. Ein leerer Raum. Wow. Ah, nice. Okay, nächster Stock, oder? Oh ja. Ich geh vor. Weiß ich, Sagst du gehst vor, aber gehst nie vor. Nö, du beholst dich immer, ich bin da so alt mittlerweile. Zombie. Hier ist eine kaputte Tür. Sind überall nur kaputte Türen. Das nervt schon, ne? Ich habe einen Zombie-Spawner. So eine Frage, gibt es hier auch einen Boss? Ich keine Ahnung, ich habe ein Knowledge-Fragment gefunden von Hardcore End-Expansion. Ganz ehrlich, Safari-Netze brauchen wir echt nicht. Und die Brot lasse ich auch. Penetrationsfeld. Kommt da drauf nicht klar. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Wahnsinn, wie viele Türen man in einen verfickten Tempel verbauen kann. Ich habe so das Gefühl, dass das wird was Gutes für mein neues Spiel. Christian, ich habe was Produktives gefunden. Sehen das? Nee, ein Chromdust. Ah. So kommt man auch an Chrom, einfach in den Tempel. Was zur Hölle? Ich habe hier, jetzt habe ich vier. Okay, Division Siegel. Ancient Gold Coin. Die Items verschwinden. Ne? Ja, schon mal neben dich. Ach so. Alter! Wie geil war das denn jetzt? Ey. Ich gehe mal kurz nach Hause, okay? Dann mal. Ich nehme noch die Division-Siegel mit, geh dann aber schnell drauf. Nein, warte, ich hatte eine bessere Idee gerade. Ich glaube, du weißt schon, was ich vorhab, oder? Lass mich raten. Hier, Enderbag oder wie die heißen? Ja. Können wir alles mitnehmen.
Aber Ancient Goldcoin. Hammer, nice. Fleser war das klar. Wo zur Hölle sind die? Frag mal, was wir mit diesen Ancient Goldcoins machen können. Nix. Im Messerwelt, wir kriegen Small Pile of Gold, da sind 4 Stück im Aloysmelter und wir kriegen einen Goldingot. Wow. Was ist das Knowledge Fragment? Knowledge Fragment. Ender Compendium is required to read this Fragment. Ender. Ich glaube, dieses Ender Compendium mache ich mir gleich mal, das interessiert mich. Okay. Achso, nicht wundern, wenn du wieder nach Hause kommst, ne? Ich nehme nochmal was für dich mit hier, der Floppy Disk von Open Computers. Oder warte mal, das ist ja eher für Streetwatt, ne? Warte, ich bin gleich wieder da. Ich muss nur noch diese Backpacks finden. Bist du schon im nächsten Stock? Ich bin immer noch da, wo wir vorher getroffen haben. Okay, gut. In mein Inventar ist wollte ich genau irgendwo hin. Ich habe eins gefunden, aber ein falsches. Und was? Ich habe eins gefunden, aber es ist auf lila, lila, lila eingestellt. Hammer nice. Boah. Dann ist es gerade wegen leckt. Nö. Echt, bei mir leckt's. Monsterlei. Warte mal. Monsterlei, ja. Ich bezweifle es zwar irgendwie, aber. Ein weißes Juwel von Rotary Craft. Wir kloppen uns dann wieder mit den Zombies. Okay, ich mach uns mal kurz einen neuen Rucksack. Hashtag 50 Tode. Aber so an sich war da echt nichts mehr drin. Dann stehen wir mal hier dieses. Lesen wir jetzt mal das Greg OS Manual 1 durch. Redstone Circuits are the main component of a rail running base. The Greg Tech Redstone Circuit Block is ideal for processing logic. It can compute everything from a simple and consistent timer for the combo lock on your door. Alles wird gut. It has a very simple interface. You just need to push a few buttons and you are good to go. Just don't forget to push the start button right under the energy flow button after you adjusted your configuration. Ah. Okay. Every road.